Schön ist's in Amalur, wenn nicht gerade irgendwie ein Haufen von diesen Typen vor einem stehen. Und ich nehme mal an, dass ich die nicht molchen kann. Ich kann mich höchstens langsam anschleichen, aber die werden mich früher oder später... Ach, es wird schon automatisch gespeichert. Wundert mich nicht. Das wird auch nicht einfach. Die werden ganz schön draufhauen und ich habe eigentlich überhaupt nicht genug Tränke dafür. Ich werde es natürlich trotzdem probieren. Aber ein bisschen Schiss habe ich schon, wenn ich ehrlich bin. Was wollte ich jetzt genau? Das bringt eigentlich gar nichts hier, was ich hier vorhab. Aber man kann auch damit schleichen und angreifen. Aber irgendwie... Also wenn ich bisher jemanden getötet habe im Schleichenmodus, dann mit den Dolchen. Ne? Aber... Und wenn wir einfach an denen vorbei schleichen? Die bemerken mich ja gar nicht. Komm, das lassen wir mal gut sein. Machen wir das mal so. Haha, voll ausgetrickst. Oh, aber nicht, dass wenn ich hier hinten hingehe, die da vorne dann noch kommen. Das Gläubige, krieg ich nicht hin. Ein Kind des Staubs ist hier. Moment, ich wechsle mal wieder eben schon mal. Um zu sterben, gewährt ihm seinen jämmerlichen Wunsch. Oh oh. Der noch wacht über euch und segnet euch mit ihrem unnachgiebigen Zorn. Wir werden die Sterblichen und ihre abscheuliche Gegenwart in unserer Welt nicht länger ertragen müssen. So, und jetzt greife ich wen an und wie stark werden die sein? Es sind halt voll die Tuata. Ah, schieß, ne? Wir legen einfach mal los. Noch eine Opfergabe für Gott. Bereit zu fallen, Sterbliche? So, kaputt. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich hasse das so. Ich kann nichts machen. Das ist euer Ende, Sterbliche. Weg da. Na endlich. Schnell hin. Die unsterbliche Sterbliche aus dem Quell ist also zurückgekehrt. Mhm. Eure bloße Existenz ist eine Abscheulichkeit gegenüber allem, was lebt. Wieso erkennt ihr das nicht? Oh Gott, gegen den freue ich mich auch schon zu kämpfen. Der wird bestimmt nicht einfach. Eine Abscheulichkeit inwiefern? Genau wie ihr, Gadflo. Ein Kind des Staubs, das den Tod überlebt. Eine Kreatur, die von ihrem Schicksal getrennt ist. Ein Geschöpf ohne Bestimmung oder Beweggrund. Ihr wart ein Fehler. Eine neue Möglichkeit der Sterblichen, die Welt zu verderben. Doch schon bald werden meine Länder von euch gereinigt sein. Mhm. Geh doch weg, ich mach das jetzt kaputt. So.
Dolle Schrein. Jetzt ist er wirklich kaputt. Ich weiß nicht, ob mir das was gebracht hätte, das Ding gleich kaputt zu machen. Was liegt denn hier? Aber ich glaube, dann wären die trotzdem noch da gewesen, die Gegner. Und ich habe hier eine schwere Kiste mit 4 Dietrichen. Das wird super. Einer ist schon weg. Einer ist wieder weg. Und noch einer. Und das war's dann, ne? Das war's. Keine Dietriche mehr. Naja. Aber hey, war gar nicht so schlimm. Also, hätte hier schlimmer laufen können, muss ich sagen. Ein Schrein ist schon mal kaputt. Was ist jetzt hier vorne? Kann man da irgendwie schön die Berglandschaft bewundern, ne? Genau. Schön. Gut, dann, warte mal, gehen wir rum. Nee, hier ist nichts mehr. Ja, dann gehen wir mal. So, wie kann man hier denn mal schneller irgendwie? Ich habe gar keine Lust hier durchzugehen. Oh Gott, die sind ja weit weg. Ach, die sind ja voll weit weg. Dann reise ich mal hier nach Melsenchi und von da aus laufe ich dann zum nächsten gelben Schrein. Das bringt ja nichts. Und wenn wir schon mal hier sind, kann ich mir auch nochmal Tränke kaufen. Die Musik erstmal los hier. Dö, 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 dö. So, hier, ne? Ja, Lazarett, genau. Wo ist denn hier mal der Typ? Da ist jemand. Du. Megan. Rede mit mir. Ich bin Megan. Ich versorge die verwundeten Soldaten der Alpha. Wie kann ich euch helfen? Tränke. Immer Tränke. Achso, sie kann mich auch so heilen. Ja, dann heil mich mal erstmal überhaupt so. Für Flüche aufheben habe ich immer noch nicht genug Geld. Sichere Reise. Du kannst mir aber auch nichts verkaufen. Aber der da unten kann mir bestimmt was verkaufen, ne? Ich bin Corialia Scar, die oberste Ärztin hier in Melsenchir. Müsst ihr geheilt Warum werden? Habt ihr hier? Naja. Ich müsste meine Flüche mal aufgehoben kriegen, aber ich bräuchte mal... Lebt wohl! Ich muss eigentlich zu einem Alchemisten, denke ich mir gerade. Buch der Artefakte. Ich muss eher zu einem Alchemisten, weil da kriege ich immer meine Tränke. Wo ist denn jetzt mal hier schnell... Alchemie-Dingens. Als der große Niskaru kam, glaubte ich, wir wären verloren. Ja, das habe ich damals auch gedacht. Aber, wo ist denn jetzt hier trotzdem Alchemie-Dingens? Habe ich Pech? Dann habe ich Pech. Dann laufe ich jetzt raus, weil ich habe keine Lust, das jetzt hier ewig zu suchen. Das mache ich dann lieber wieder offline. Tränke kaufen, pipapo. Ach, na gut. Wer ist denn hier eigentlich noch und braucht Hilfe? Ich grüße euch. Hauptmann Drefan. Ihr habt den Balor getötet. Ich verneige mich, Heldin. Ich befehlige die Ariad. Wir sind Kriegerspäher. Die Augen der Dann Alpha. Dann verneig dich aber Meine auch. Meine Männer erkunden den Rückzugsweg der Tuatha. Doch ich fürchte, ich habe sie an diesen verfluchten Wald verloren. Warum sollten sie verloren sein? Sie hätten längst zurückkehren sollen. Meine Männer sind nie zu spät. Sie sind, wo sie sein sollen, oder sie sind tot. Solltet ihr zufällig in den Wald gehen, dürfte ich euch um eure Hilfe bitten? Ja, klar. Schieß los, wie kann ich helfen? 3 meiner Männer sind verschwunden. Wenn ihr Hinweise darauf findet, was ihnen im Dammwald widerfahren ist, lasst es mich wissen. Von Krieger zu Krieger, ich stünde in eurer Schuld. Und wenn es euch die Arbeit versüßen würde, bezahle ich auch Gold. Ja, dann könnte ich zumindest meine Flüche mal aufheben lassen. Wo könnte ich eure Männer finden? Tief im Dammwald vermutlich. Ich habe 3 Soldaten in den Wald geschickt, um die Tuatha zu verfolgen. Wohin sie dies geführt hat, das kann ich nicht sagen. Okay, mache ich. Auf Und bald. Wir schnacken noch, ne? Du süßer Schnucki-Soldat, du. Aber wir müssen jetzt erstmal hier uns um den Schrein kümmern. Was? Komm hier auf einmal eine Skaro rausgeschossen. Ja, schon wieder keine Tränke mehr. So. Blöden Niskaru hier. Ich brauche Tränke. Leute, Tränke wäre nicht schlecht. Wo ist hier? Was höre ich hier? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Es war eine Zeit der Veränderungen. Die Zyklen drehten sich wie immer...
Doch in den Knochen der Erde schlummerte eine Kälte. Es war nicht die Kälte des Winters. Neben den Häusern der Sorgen, des Stolzes und der Rache gärte ein neuer Tumult. Eine bisher nie gesehene Magie. Och nö. Aber vielleicht finde ich da Tränke. Ich hätte mich auch anschleichen können, aber so ist gerade schöner von weitem. Und dich mache ich von nahem platt, ne? Und mir ist nichts passiert. Sehr schön. So soll's sein. Ich will aber nicht in den Sterndistelkram eigentlich. Ich möchte eigentlich mal ein paar Tränke finden. Aber soll nicht sein. Na gut, dann gehen wir weiter hier nach Süden. Mein Gott, hier tief im Dammwald. Ja, ja, da kann ich verstehen, dass er hier seine Soldaten verloren hat. Aber naja. Tja, wenn wir nicht überall wären und helfen würden, ne? Was wäre dann? Ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, wir können uns noch nicht hier um alles kümmern. Schön, dass ich hier tolle Rüstungssachen finde, aber Tränke, Leute, Tränke. Ist immer gern gesehen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den Kampf gleich bestehen soll. Weil dann finde ich den Schrein und stehe da, ne? Ach, guck mal hier. Schwemmwald. Vielleicht haben die ja was für mich. Alpha-Lager. Ah. Seid gegrüßt, Fremde. Hi. Die Heldin von Mae Senshir? In diesem vermaledeiten Sumpf hätte ich euch nicht erwartet. Wir hätten für eine Reise durch den Schwemmwald keinen schlechteren Zeitpunkt wählen können. Er sieht aus wie dieser andere, der bekannte, das bekannte Gesicht. Der Typ, den ich, glaube ich, da in den Knast gesteckt hat, oder war das doch ein anderer? Was soll das heißen? Es sind diese verdammten Morgan. Wir sind genau zu ihrer Laichzeit hier angekommen. Sie überschwemmen den Sumpf und reißen meine Männer in Stücke. Ich weiß nicht, wie viele Banshaien da draußen sind, aber ich wette, es ist mehr als eine. Wenn ihr uns behilflich sein und alle Banshaien vernichten könntet, die ihr findet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Können wir machen. Banshaien werden die genannt. Banshaien und Murgan? Ich weiß, schon die Vorstellung ist widerlich. Aber die Banshaien sind die Mütter dieser schleimigen Kreaturen. Ja, das ist ätzend. Sie kehren jedes Jahr in diesen Sumpf zurück und spucken eine neue Welle von Morgan aus. Kann ich verstehen. Also das mache ich auf jeden Fall. Danke. Sie kommen anscheinend aus mehreren Nestern im Westen. Findet die Banshaien und vernichtet sie. Und seid vorsichtig. Sie werden immer von Morgan bewacht. Oh, der Arme. Ich hasse die ja auch. Widerliche Kreaturen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal in einem ihrer Sümpfe ende. Naja, er könnte ja auch... Seid dort draußen auf der Hut. Er könnte ja auch weggehen, aber ich glaube, er kann gar nicht. So, hast du was für mich? Kannst du mir helfen? Komm, sag, dass du was mir verticken kannst. Ich wünschte, ich wäre wieder in Mel Senshir. Och Mann, der kann mir nichts verkaufen, ne? Der kann mich auch nur heilen. Oh, ne, ich kann mir nicht mal die Flüche gerade leisten. Ist das doof? Och Manno. Fangt euch doch bitte eine Krankheit ein, ja? Oh, von wegen. Aber danke, dass du da bist, echt. Ich bräuchte mal ein bisschen Übersicht gerade. Wo wollen wir denn mal? Ja, ich laufe mal hier in die Ecke. Es ist beides gerade ein bisschen gleich entfernt. Ja, super. Die sind aber auch so schnell und die haben irgendwie auch, also sie sind irgendwie schon eklig, schon unheimlich. Was mit euch? Kann ich an euch vorbeischleichen? Ja, ihr seid schon ganz schön viele. Ah.
Mann! So, haben wir es denn dann? Und ich krieg auch einen Stufenaufstieg, ist ja klar, weil die Gegner werden ja auch langsam immer stärker hier. Dann wollen wir uns mal darum kümmern. Das darf ich ja nicht vergessen hier. Und ich mach mal wieder was in Schmieden rein, weil dann kann ich auch weiter coole Sachen schmieden und das finde ich gar nicht mal schlecht. Und irgendwas muss ich ja sowieso nehmen, also es ist ja egal, ne? So, was habe ich hier? Hier kann ich einen Gegner zurückschnappen. Und hab dann dadurch vielleicht auch mal ein bisschen mehr Macht. Das finde ich gar nicht schlecht. Hier habe ich ja schon alles drinne. Da lässt sich gar nichts mehr verbessern. Ich hau noch mal was hier in diese komische Rauchbombe und das da. Und habe schon wieder gar keine Punkte mehr zur Verfügung. Wir bleiben weiterhin cooler Waldläufer wie immer. Und damit ist das auch schon wieder erledigt. So, jetzt müsste das da hinten langsam kommen. Und ich habe immer noch keine Tränke gefunden, ihr Schweine. So, ich laufe natürlich hier rum. Wahrscheinlich kommen hier jetzt auch wahrscheinlich Gegner rausgeschossen. Aber man kann es ja mal machen, die zu umgehen. Ich weiß gar nicht, was da hinten ist. Sterbliche haben die Geheimnisse der Magie gestohlen und sind nun gekommen, um uns auch unser Land zu nehmen. Doch alles, was sie hier finden, geht los, ist der Tod. So, schön, dass ihr mich hier voll fertig macht. Wir machen alles putt. Schon die Stärke einer einfachen Armee bereitet euch Schwierigkeiten. Da frage ich mich, wie ihr euch wohl gegen die Macht eines Gottes behaupten werdet. Ich habe keine Angst vor euch. Euer Gott ist eine Lüge. Nur eine Närrin verleugnet die Macht, die sie selbst spüren kann. Sie spricht immer mehr und hat äußerst interessante Dinge über euch zu erzählen. Schon bald wird hier noch die Barmherzige selbst in unsere Welt kommen. Dann werden wir sehen, wessen Leben eine Lüge ist und wer nicht mehr ist als Salz und Asche. Das muss ja mal getan werden hier, dass wir hier die Schreine zerstören. Das waren 2 von 3. Das läuft ja super hier. Und auch wenn wir jetzt gerade das machen, frage ich mich, wo ist denn hier das mit den Banshees nicht, sondern die Speer. Wo sind die denn? Ich will nur mal wissen, wo die sich aufhalten, weil wenn wir hier schon in der Nähe sind, achso, die sind da oben. Nee, das bringt natürlich dann nicht viel, aber das hätte ja sein können, dass das hier, dann hätte man das gleich in einem Wisch machen können. Na gut. So. Dann machen wir das mal so. Ach, und da sind die nächsten. Muss ich jetzt hier lang? Ach, das sind doch aber nur so eine Bockartviecher. Nee, so eine Banshee ist dabei. Nee, ein Borger. Ah.
Jawohl, letzter Trank. Nerven. Oh Mann. Oh, der Boggart. Boah, wenn der Boggart nicht gewesen wäre, dann hätte ich mich auch mal um ihn kümmern können. Oh, das war jetzt richtig ätzend wieder. Und die Hintergrundgeräusche, die klingen hier immer wie die Olifanten aus Der Herr der Ringe, wenn die kommen im Krieg. Naja. Ich hoffe, die haben mich nicht bemerkt. Oh, sie haben mich bemerkt, das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Und ich habe keinen Trank mehr. Nein! Nein! Was mache ich denn jetzt? Habe ich noch irgendwas? Ah, hier habe ich noch was. Oh, Gott sei Dank. Oh, leck mich doch! Oh, ich muss hier weg. Oh, nein, 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 nein. Lauf. 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 Oh, er kommt mir hinterher und ich habe keinen Heil drin. Oh, er ist weg. Oh, Gott sei Dank. Ah, was mache ich denn jetzt mal? Jetzt flüchte ich in irgendeine Stadt und kaufe mir Tränke. Hier könnte ich mich natürlich jetzt auch eben heilen, aber was ich brauche, sind Tränke. Und dann kann ich ja immer noch zurücklaufen. Auch wenn ich jetzt hier kurz davor war, beim nächsten Schrein. Aber so nicht, Leute. So nicht. Ich werde das nicht noch alles nochmal machen. Dann laufe ich lieber in die Stadt und hole mir Tränke. Und immer diese Fanfarenmusik hier, die dann wieder aufhört. Ich hasse Borka. Und dann noch die Borgards dabei. Fiese Mischung. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.